ist das schön. Ich glaube, ich bin gerade die Erste, die wach ist. Oh, ist das geil hier. Oh. Schakalaka. Die Kreidefelsen sehen jetzt in dem Licht richtig schön aus. Das ist so ruhig, man hört das Wellenrauschen bis hier oben, als wäre man direkt am Strand. Oh, jetzt? Das ist natürlich geil. Hi, hallo. Hallo, ich bin Katrin. Hi, grüß. Hallo, wenn schon so eine Surferkultur hier oben ist, müssen wir doch auch mitmachen. Cooler Kumpel. Ich stehe hier wie ein Profi. Schon geil, so früh morgens auf dem Brett zu stehen. Hops, hops, hops. Bin gerade aus dem Bett gefallen, aus Versehen in meine Joggingschuhe gerutscht. Aber ist ja kein Problem. Direkt vor der Tür ist ein Wald und es ist voll schön. Und jetzt gehe ich joggen, wie beim Sportfest. Was für ein Hammer. Das ist viel zu schön hier. Du rennst hier lang und du siehst einfach die ganze Ostsee. Also eigentlich die ganze Ostsee. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie ein VIP-Gast. So alleine am Strand. Das mussten die anderen alle oben warten. Als hätte man den Strand und die Sonne für sich gebucht. Am schönsten finde ich eigentlich die Farben. Dieses Blau und Lila, Rosa, Orange, eigentlich alles. Ich gehe jetzt zum Pilates, zu Silvio. Das wird richtig entspannt. Einatmen, beide Schultern zum Himmel raus, so weit wir können. Ausatmen, das Powerhouse fest und presst die Schulterblätter so fest wir können, richtig in den Boden rein. Einatmen, Schultern weit nach oben. Klar, das ist viel anstrengender, als man denkt. Was für ein Schlingel. Nochmal werfen. Wie fein ist das? Kann man sich die Dinger da bei den Surfjungs ausleihen oder haben die nur eins? Paco, komm her, chillen. Tschüss Leute, ich gehe zum Bäcker. Wer übrigens mal die echten Selina kennenlernen will, der sollte so früh morgens hier in der Straße rumlaufen. Es sind nur coole Leute unterwegs. Moin! Moin! Ich nehme heute ein Croissant und einen Kakao. Oh, endlich sitzen. Ich habe den ganzen Tag gelegen. Nee, die ganze Nacht. Es ist zwar so schön draußen, aber hier ist es noch schöner.